ich grüße euch alle zu einem neuen Video. Die Welle ist jetzt bei uns angekommen. Das Wasser ist richtig braun. Große Landstriche Italiens sind komplett überflutet. Es kann sein, dass noch weitere 2 Meter Wasser auf uns zukommen. Dann ist hier komplett Land unter. Wir sind auf Platzsuche und probieren das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Und ihr seid dabei. Alter Falter, was da Gerümpel runterkommt. Hier ist eine Schneise im Fluss zwischen 2 Inseln und da werden wir jetzt einen Platz suchen. Wir grüßen euch aus der Hochwasserhölle. Wir haben einen interessanten neuen Angelplatz gefunden, sind wieder klatschnass geworden und wollen jetzt mal die Zeit schnell nutzen in der Regenpause, euch zu zeigen, wo wir unterwegs sind und was wir vorhaben. Ihr erkennt schon ein bisschen im Hintergrund, alles unter Wasser, alles geflutet. Und hier, wo wir uns befinden, ist eine ganz interessante Struktur im Wasser. Wir haben hier hinten einen flachen Uferbereich, der komplett überspült jetzt ist. Und hier vorne, genau da vorne dran, geht eine richtige Kante runter. Ich zeige euch das mal auf dem Echolot. Und in diesem Bereich haben wir unsere ersten Routen schon ausgelegt. Konnten wir euch leider nicht mit aufs Boot nehmen, es hat so geregnet und das mag die Kamera nicht so. Ein paar Routen machen wir jetzt noch, dann nehmen wir euch auch noch mal mit zum Auslegen. Zeigen euch genau die Spots, wo ich vermute, wo man jetzt eine Chance hat, einen Fisch ans Band zu bekommen. So, schaut euch das mal an. Genau an den Bäumen geht hier schön die Kante hoch. Wir haben immer noch 4 Meter Wassertiefe. Genau unterm Holz hier. Da müssen sie lang schieben. Auch wenn es so scheint, als ob alles überschwemmt ist, findet man trotzdem noch Spots. Sogenannte Kanten, wo die Fische lang patrouillieren müssen. Wenn halt natürlich jetzt der Anstieg immens weitergeht. Also wir sind jetzt bei knapp 5 Metern angelangt. Ich zeige es euch mal hier auf der Skala, was da für eine Welle kommt. In den nächsten Tagen ist weiterhin starker Regen gemeldet. Wenn die noch weiter hochgeht, diese Welle, dann wird es haarig. Ihr seht ja auch hinten im Wald überall Wasser stehen. Das ist nicht tief da hinten, vielleicht 1 Meter, aber es reicht schon, dass sich die Futterfische enorm verteilen können. Und umso höher dann das Wasser wird, umso schwerer wird dann auch das Angeln. Also die Zugrouten der Fische zu finden. So, hier vorne kommt unsere erste Montage. Genau zwischen die Bäume in so einen Eingang gesetzt. Achte penibel drauf, das kennt er von mir, dass der Wirbel möglichst über Wasser hängt. Also nur das Vorfach mit dem Köder, die Wasseroberfläche durchbricht, das Wasser schneidet. So haben wir ganz wenig Störung im Wasser. Das sind hier so 2 kleinere Bäume, die diesen Einlauf bilden hier hinten in den Wald. Obendrauf schön hoch angebunden, wegen dem ganzen Treibholz. Leichter Ausleger mit Reflektorband, dass ihr es schnell wiederfinden könnt bei Nacht. 35er Mono als Reißleine, leichter Schwimmer. Wenn wir ein bisschen umgelenkt über den Baum hier, dass wir einen richtigen Winkel haben. Und dann geht es hoch zu unserem Angelplatz. Hier haben wir eine stärkere Strömung. Also wird schon durch die Bäume oben gebrochen. 40 Gramm klonte Dark Frontzone Blei, circa 15 bis 20 cm über dem Köder. Die Haarmontage, wie ihr sie von mir kennt. 2 Meter langes Vorfach und genauso angepasst, dass der Wirbel über der Wasseroberfläche bleibt.
genau im Eingangsbereich, weiter unten, haben wir noch was Spannendes gebaut. Zeige ich euch auch noch. Und dann fahren wir noch eine Route aufs andere Ufer rüber. Und da zeige ich euch noch was Spannendes, denn wir werden ein oder zwei Haarmontagen ein bisschen umbauen müssen, ein bisschen versteifen müssen, weil wir auch ein paar Bereiche gefunden haben, wo das Wasser steht, wo es sich so leicht dreht. Und damit es da keine Verwicklung gibt, haben wir uns aber auch was einfallen lassen. Zeige ich euch gleich und können wir nachher auch nochmal zusammen bauen, solange es nicht regnet. Und wir auf den Biss warten, können wir die Zeit ja sinnvoll nutzen und euch ein paar coole Vorfächer zeigen, wie ihr sie ganz einfach zu Hause nachbauen könnt. Jetzt zeige ich euch erstmal noch die Montage unten im Ausgang. Hier ist jetzt der tiefe Grund und hier geht es hoch ins Grasland. Auf dem Echolot könnt ihr jetzt gut erkennen, vom tiefen, sauberen Grund hier im Überschwemmungsgebiet geht die Kante hoch ins Grasland. Da seht ihr schon erste Büsche, erste Bäume, die geflutet worden sind. Und genau darüber sitzt unser Köder. Schaut mal hier, da sitzt er. Und da muss eigentlich ein Fisch vorbeikommen. Schön hier wieder die Bäume genutzt als Notumlenker, dass wir den Winkel hinbekommen. Flacher gestellt jetzt die Montage. Vorfachlänge könnt ihr beibehalten und über den kleinen Schwimmer stellt er dann die Präsentationshöhe ein, wie hoch der Fisch präsentiert werden soll. Wenn wir jetzt eine richtige Tiefe haben, können das Vorfach komplett durchlaufen lassen. Aber jetzt hier bei dem Grasland, dass der Fisch knapp über der Grasoberfläche schwimmt, der Köder, müssen wir auch die Tiefe ein bisschen anpassen. Denn wenn er unten festhängt, nutzt es nichts. Und wie gesagt, immer mitarbeiten stündlich, so gut wie es geht, je nachdem, was das Wasser macht, wie schnell es steigt oder fällt. Die Montage immer wieder nachziehen, nachsetzen, die Höhen variieren. Wir haben hier auf der anderen Uferseite drüben eine riesige Schwemmholzansammlung. Dadurch wird die Strömung extrem gebrochen. Und hinter dieser Schwemmholzansammlung, vielleicht könnt ihr das Bild erkennen, dreht sich das Wasser. Mal läuft es flussab, mal steht es, mal dreht es ein bisschen nach oben. Solche Bereiche sind immer sehr interessant. Dort sammelt sich Futterfisch und dort kommt auch der Waller hin. Aber solche Bereiche können unserer Haarmontage in der regulären Bauform manchmal Probleme bereiten. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Ich habe den kompletten unteren Teil versteift. Ich zeige euch mal so eine Montage. Hier hängt eine im Dreher. Ob ihr das schon gut erkennen könnt. Das Mono komplett durchgebunden. So kann sich der Köder bzw. der Haltehaken beim Einsatz von einem lebenden Köderfisch, dort wo es erlaubt ist, nie verwickeln. Und wie wir die Montage einfach, schnell, in Kürze bauen, das zeige ich euch jetzt drüben am Ufer. Wir fahren jetzt nochmal schnell rüber, fahren noch eine weitere Rute raus, dann sind wir scharf, bevor der nächste Regen kommt. Und dann setzen wir uns mal zusammen hin und bauen mal eine versteifte Haarmontage. Geht ganz einfach, könnt ihr zu Hause mitbauen und später dann am Wasser einsetzen. Ach, ist das herrlich. Beim Angeln größtes Sauwetter und bei der Montagevorstellung haben wir jetzt einen super sonnigen Nachmittag. Aber ich verspreche euch jetzt schon eins, heute Abend in 3-4 Stunden laut Regenradar geht es nochmal richtig vorwärts. Ich habe hier alles vorbereitet, was wir für das steife Haar, für die steife Haarmontage benötigen. Wenn wir in Gewässern mit sehr ruhiger Strömung, mit Wasserverhältnissen, die sich leicht drehen, in stehenden Gewässern wie zum Beispiel Seen oder Teichen unterwegs sein wollen,
habe das jetzt schon eine Zeit lang getestet und will es einfach jetzt mal euch zeigen und schnell zusammenbauen. Hier die herkömmliche Haarmontage von mir kennt ihr ja. 1,2 mm starkes Mono trifft auf den kleinen Fanghaken hinten, der am Geflecht befestigt ist, damit das alles schön flexibel, schön beweglich ist. Aber das System hat natürlich auch seine Nachteile, nämlich wenn ihr keine starke Strömung mehr habt. Da kann es dann auch mal passieren, dass es sich vielleicht mal umwickelt oder irgendwas verdrehen kann. Also ich vertraue zu 100% dieser Montage beim Angeln im Fluss, egal ob beim Freestyle-Angeln mit Blei oder beim Angeln mit U-Posen in Grundnähe. Aber wenn die Strömung halt weniger wird oder wir stehende Wasserverhältnisse haben, kann die Montage auch mal zum Verwickeln neigen. Und da will ich euch jetzt zeigen, wie ihr das umgehen könnt. Ich setze auf zwei Hakentypen, diesmal einen größeren Halterhaken, da es bei dem System jetzt auch vorkommen kann, dass der Wels am Halterhaken gehakt wird. Als Fanghaken der Megahook 8.0, als Halterhaken der Megahook 6.0. So, jetzt zieht ihr euch einfach von eurem Monovorfach 2 Meter runter. Und fixiert zuerst den Fanghaken. Ihr geht jetzt mit dem hinteren Schnurende durchs Hakenöhr hindurch, zieht das ganze Vorfach euch durch und legt das Ganze schön unten am Hakenschenkel an und wickelt jetzt 5-mal zurück. Schön festhalten im hinteren Bereich und 5-mal zurückwickeln mit der Mono. 2, 3, 4, 5. Halten. Mit dem Schnurende jetzt einfach nach vorne zum Hakenöhr rausgehen und schon ist euer erster Knoten fixiert und der kleine Megahook in der Größe 6.0 super am Mono befestigt. Jetzt nehmt ihr euch ein Stück von dem mittleren Schlauch und schiebt diesen über den Halterhaken unten. Ein bisschen anfeuchten. Und dann flutscht er da super drüber. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommen wir zur Montage des Fanghakens. Da ist jetzt eins wichtig, finde ich. Zeige ich euch jetzt einfach auch den Megahook in der Größe 8.0 jetzt aufs Vorfach aufziehen. Ich richte mir das jetzt so aus, eben klingelt im Hintergrund. Okay, Köderfischaktion. Ich richte mir das Ganze jetzt so aus, dass der kleine Haken in entgegengesetzter Richtung zum Fanghaken steht, also nach oben weg steht. Das könnt ihr mit dem steifen Mono ganz gut machen. Und der Abstand zwischen den beiden Haken, wo der gelbe Gummischlauch endet, circa hier knapp vor der Biegung des Fanghakens, ist der perfekte Abstand für eure feste, steife Haarmontage. Ich fixiere mir das Ganze jetzt oben mit 2 Fingern, wickel jetzt wieder 6-mal zurück, 2, 3, 4, 5, 6 und gehe mit dem Ende der Mono durchs Hakenöhr nach außen. Straffe das Ganze, könnt ihr euch jetzt schön erkennen, dass die Haken gegeneinander stehen. Der kleinere nach oben, der Fanghaken nach unten. Nutze jetzt wieder ein Stück von meinem Schlauch. Also ihr seht, im Endeffekt wird das Mono als Hauptschnur, als steifer Teil diesmal einfach durchgebunden, anfeuchten. Drüber schieben über die Wicklung, damit die schön geschützt ist. Und so weit schieben,
beim Fanghaken jetzt, dass das Hakenöhr schon wieder leicht zum Vorschein kommt. Und jetzt habt ihr den unteren Bereich eurer Haarmontage komplett steif gestaltet. Und der Köder wird es nicht schaffen, in ruhigen Wasserverhältnissen das Ganze zu verwickeln. Also perfekt jetzt geeignet für das Angeln in ruhigen Verhältnissen im Fluss, Kanal, See oder Teich, wie ihr auch immer wollt. Ihr könnt hier im unteren Ende auch den kleinen Cat Hooker benutzen, den ich sonst benutze bei der Haarmontage. In dem Fall jetzt haben wir aber mit dem 600 Mega Hook und mit dem 800 Mega Hook, also mit einem größeren Halterhaken agiert. Wir haben hier aktuell relativ große Köder im Einsatz, so Köder zwischen 25 und 30 cm. Und bei der Versteifung unten kommt es öfters mal vor, dass der Belz auch nur am kleineren Haken sich hakt, wenn er den Köder attackiert. Und deswegen möchte ich hier auch einen etwas größeren Haken als Halterhaken verwenden. Im oberen Bereich seid ihr jetzt wieder frei in eurer Montage. Entweder kommt eine U-Pose drauf oder, wie wir im Moment, ein Frontzone-Blei, je nach Strömungsstärke. Je nach Tiefe, in der ihr angeln wollt, zwischen 20 bis 40 Gramm, werden die jetzt hier zwischen zwei Gummis auf dem Vorfach fixiert. Wie das geht, wisst ihr. Und wenn ihr nochmal nachschauen wollt, wie die Haarmontage in ihrer ursprünglichen Form gebaut wird, verlinke ich es euch hier oben drin. So. Rig ist ready, Rute kommt raus und ihr drückt uns die Daumen, dass wir noch einen dicken ans Band bekommen. Weiter geht's. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Seht ihr hier diese Schneise, die hier ins Landesinnere geht? Genau so ein Bereich, genau vor so einem Bereich sollte man die Köder setzen. Und um dem ganzen Treibholz aus dem Weg zu gehen, ist es ganz wichtig, möglichst weit oben in den Bäumen anzubinden. Ich mache es dann immer so, ich ziehe mich mit dem Schlauchboot hier vorne in die Bäume rein. Und fixiere dann möglichst weit oben die Ausleger. Wenn ich jetzt auf dem Schlauchboot vorne drauf stehe, habe ich ungefähr eine Anbindhöhe von, hab ich mal, vielleicht 2,50 Meter. Ich bin 1,90 groß. Und habe da auf jeden Fall die Gewährleistung und Sicherheit, dass ihr schon mal die Höhe habt beim Überspannen. Wenn dann natürlich ein Baum ankommt im Wasser, der 3 Meter hoch ist, wird es auch gefährlich, aber so seid ihr schon mal einigermaßen sicher, bis die nächste Welle kommt und das Wasser mitsteigt. Und ganz wichtig natürlich bei solchen Aktionen, tragt eine Schwimmweste. Liegt an jedem selbst, aber es rettet Leben. Hier wollt ihr jetzt nicht reinfliegen. So, jetzt gehen wir so weit nach außen, dass wir genau mit dem Ausleger in die Lücke hier reinkommen. Dass die Lücke hier erreicht wird. Und da wird jetzt die Montage befestigt. Schön Zeit lassen. Kurzes Stück 35er monophile Reißleine. Leichter Schwimmer. Köder ins Wasser setzen. Und dann sich die Tiefe abmessen. Wir lassen jetzt erstmal so weit runter, bis der Wirbel knapp über der Wasseroberfläche hängt. Ich stelle mich jetzt noch hin, dass ich auf der Höhe bin von meinem Anbindepunkt. Messe mir das genau aus. Jetzt kommt ein einfacher Schlag übers Knicklicht. Hier erkennt ihr nochmal schön die Köderlinie genau über dem Grasland. Hier unten ist Gras. Und hier oben drüber schwimmt der obere Bereich des Frontzone-Blei, der untere Bereich der Köfi. Wir fahren direkt zurück zu unserem Angelplatz. Passt alles. Wichtig jetzt beim Zurückfahren, Rute schön hochhalten, Daumen auf
die ablaufende Schnur an der Multirolle, wenn ihr eine Stationärrolle benutzt, schön mitbremsen, damit euch die Schnur beim Zurückfahren an den Angelplatz, bis ihr die Rute in den Rutenständer stellen könnt und spannen könnt, nicht hier irgendwo komplett auf dem Wasser aufliegt. Hier kommt so viel Holz runter, das Holz erwischt eure Schnur, ihr kriegt sie nicht mehr rausgespannt und würdet schon frühzeitig wahrscheinlich wieder abreißen oder eure Montage unfängig machen. Mit einer Multirolle ist das Ganze natürlich viel einfacher als mit einer Stationärrolle, wie ihr jetzt hier erkennen könnt. Mit dem Daumen bremse ich die ablaufende Schnur. Die linke Hand ist am Motor und steuert. Und da könnt ihr auch problemlos alleine, falls ihr mal allein unterwegs sein solltet, eine Route euch auslegen und unter Spannung, unter Druck zurück zum Ufer fahren. Rute sitzt safe. Draußen seht ihr schon wieder die ersten größeren Holzstücke durchtreiben. Ohne Probleme für uns. Für die Bissanzeige beim Spannen nutze ich gerne an der Spitze oben Glöckchen mit Knicklicht. Auch für die gute Sichtbarkeit bei Nacht. Für die Spannung, wenn man hinter den Ruten sitzt. Und hier im unteren Bereich einen Bissanzeiger. Ganz wichtig, wenn er vor allen Dingen nachts Sauwetter bekommt, Regen, Sturm oder irgendwas, da kann man auch mal eine Glocke überhören. Und deswegen doppelte Absicherung jetzt hier bei der Fischerei. Wird man auf jeden Fall mitkriegen, wenn es knallt. Schaut euch das mal an, diese Teile hier, wenn die nachts in eure Montagen krachen, wenn sie falsch gespannt sind, da habt ihr Spaß, das wird sogar gefährlich. Alter Vater. Solche Bäume gefährden natürlich eure Montage ungemein und wenn sowas in euer Angelgebiet reintreibt, versuche ich in der Regel mit dem Schlauchboot irgendwo an einer sicheren Stelle dagegen zu fahren, wo keine spitzen Äste rausstehen und drücken dann mir irgendwo langsam ans Ufer. Wenn ihr mit dem Schlauchboot auf dem Baum drauf seid, langsam den Motor anmachen und schieben das ganze Teil aus eurem Angelareal raus. Wahnsinn! Der Regen ist zurückgekehrt. Wir haben es uns im Bootszelt gemütlich gemacht. Finny liegt schon eingemupfelt in ihrer Decke. Unglaublich, wirklich unglaublich dieses Wetter. Ich glaube jetzt insgesamt schon 8 Tage Dauerregen liegen hinter uns. Habt ihr ja in den vorherigen Videos gesehen, die alle so ein bisschen zeitlich aufeinander aufgebaut haben. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass wir heute Nacht irgendwann eine Regenpause kriegen, denn dann werden die Bisse kommen und wenn es durchplätschert, wird es wahrscheinlich eine bisslose Nacht werden. Daumen drücken. Bis später, bis zum Biss. Go, zieh! Ja.
Haken. Ein seidenen Faden hängt da. In der Regenpause kommt der nächste vollgefressene Wels. Petri, Florian. Petri, Dank. Alter, cool, rundes Ding. Ganz praller Bauch. Okay, say goodbye. Schlafanzug. Der jüdische Schlafanzug, sagte. Ja, echt verrückt, echt verrückt. Es hat die ganze Zeit eigentlich nur geregnet, 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 geregnet. Aber auch unser neuer Platz bringt direkt einen Fisch. Schön hoch angebunden, viel Schwemmholz auf dem Fluss. Vorhin mussten wir schon mal raus, da kam ein richtig großer Baum durch. Jetzt hoffen wir mal, dass der Regen uns eine Pause gönnt, denn der Fluss ist rapide angestiegen. Wir sind jetzt bei guten 5 Metern. Und wenn das jetzt noch weitergeht, dann ist hier irgendwann alles Land unter. Immer wenn es nicht regnet, kommen die Bisse. Wieder in der Regenpause, die nächste Aktion. Wirklich verrückt, ne? Die Wälse stehen genauso wenig auf Regen wie wir. Unglaublich. Kaum hört der Regen auf, gehen die Besen rum. Damit haben sie ein bisschen die Jungs. Perfekt weggeschmiedelt. Halten kann. Ah. Lachst du über mich? Schön nass gemacht über mich. Alter Vater. Der ganze Jogginganzug nass. Front zum Blei. Jetzt hat er verloren.
alter Falter, sind die fett, Mann. Aber kein Wunder jetzt bei dem Wasser. Petri Floriano, sauber die Horn geschnitten. Allen. Alter Falter, war das eine Nacht. Das hat geschüttet wie aus Eimern. Ich glaube, wir hatten laut Regenradar 20 Liter auf dem Quadratmeter. Unglaublich, unglaublich, was da Wasser runterkam. Und so kurz nach Mitternacht war plötzlich Ruhe. Bumm. Und genau da kam wieder der Biss. So, ich werde jetzt schnell, lecker und einfach frühstücken. Mehr Zeit haben wir dafür nicht. Alle Routen nochmal durchkontrollieren. Und dann werden wir das nächste Mal umziehen, sofern ich noch für die anderen Jungs einen Uferplatz finde, wo wir das Zelt aufbauen können. Sonst müssen wir alle hier bei mir, neben Fini, auf dem Boot pennen. Aber auch das wird man machen für den Fisch. Weiter geht's. Yeah. Let's go. Wir grüßen euch natürlich wieder hier aus dem Regen. Zwei Fische kamen immer in den Regenpausen. Und jetzt machen wir nochmal einen Platzwechsel. Waren coole Fische, aber wir wollen noch einen dicken abholen. Also auch bei Hochwasser nicht irgendwo sitzen bleiben. Es ist kaltes Wasser, sind nicht die einfachsten Angelbedingungen. Die Fische habt ihr an den Bäuchen gesehen, sind mega vollgefressen. Aber wir probieren noch mal was Neues. Nicht stehen bleiben heißt die Devise, auch wenn alles jetzt wieder tratschnass wird. Wir sehen uns beim nächsten Video. Da seht ihr auch, wie es weitergeht. Viele Grüße vom Wasser, euer Stefan. Ciao, ciao, bleibt gesund.